Dienstleistungen rund um die E-Mobilität. Vernetzte E-Mobilität verstehen bedeutet zu begreifen, was sie für Vorteile für uns bringt. Man muss sich darauf einlassen und hat mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Frau Lindenberg bestellt über eine Mobilitäts-App ein Elektrofahrzeug, welches sie zur Arbeit bringen soll. Die Abrechnung erfolgt über ein vereinfachtes Punktesystem. Mobilitätspunkte können käuflich erworben werden. Ebenso sind Gutschriften von Punkten möglich, zum Beispiel durch den Arbeitgeber, von Werbepartnern oder durch sportliche Aktivitäten. Sich von einem autonom fahrenden Auto vor der eigenen Haustür abholen zu lassen, ist heutzutage kinderleicht. Über eine Applikation kann mithilfe sämtlicher Endgeräte jederzeit und von jedem Ort aus ein Fahrzeug bestellt werden. Abhängig von den jeweiligen Bedürfnissen des Nutzers stehen Elektrofahrzeuge mit unterschiedlichen Eigenschaften im Hinblick auf Größe, Reichweite und Kosten bereit. Bitte autonom. Mobilität wird nicht wie noch vor einigen Jahren mit Geld bezahlt. Stattdessen werden sogenannte Mobilitätspunkte genutzt. Für diese existiert ein Konto, auf das sowohl Punkte eingezahlt als auch abgebucht werden können. Einzahlungen erfolgen zum Beispiel durch den Arbeitgeber oder den Staat in Abhängigkeit der jeweiligen familiären Situation. Berufstätige mit Kindern werden beispielsweise stärker subventioniert als alleinstehende Menschen. Natürlich können Nutzer auch selber Mobilitätspunkte kaufen. Durch die Nutzung von Verkehrsträgern reduzieren sich die Mobilitätspunkte. Je nach Verkehrsträger variieren die zu zahlenden Punkte. In Zeiten selbstfahrender Autos ist auch der Besitz von Fahrzeugen stark zurückgegangen. Wie ein fahrerloses Taxi fahren überall in der Stadt autonome Fahrzeuge herum und bringen Menschen zur Arbeit, in die Schule oder zum Supermarkt. Jedes Auto, das steht, verdient allerdings für den Betreiber kein Geld. Deshalb sorgen intelligente Algorithmen im Hintergrund für die optimale Auslastung der Fahrzeuge im Spannungsfeld zwischen Ladung und Transport. Frau Lindenberg und ihr Ehemann verabreden sich zum gemeinsamen Abendessen. Auf Basis ihrer Verfügbarkeit im Terminkalender erhält sie einen Vorschlag und bestätigt diesen. Frau Lindenberg erhält während der Fahrt personalisierte Werbung aus der Umgebung sowie die Speisekarte des Restaurants. Durch die personalisierte Werbung auf Basis ihres persönlichen Nutzerverhaltens ist die Fahrt für Frau Lindenberg kostenlos. Wenn gewünscht, können jederzeit Personen bei annähernd gleichem Fahrziel dazusteigen. Ohne großen Zeitverlust mit effizienter Ausnutzung von Fahrzeugkapazitäten. Das ist ökologisch höchst sinnvoll. Carsharing. Ein Thema mit großem Zukunftspotenzial.
Saubere Luft und geringe Geräuschemissionen. So lautet das Motto in vielen deutschen Städten. Das bedeutet gleichermaßen, dass Verbrenner in Innenstädten der Vergangenheit angehören. Fahrzeuge, die nicht batteriebetrieben sind, müssen daher draußen bleiben. Das gemeinsam genutzte Fahrzeug fährt weiter und bringt den Beifahrer autonom zu seinem gewünschten Ziel. Seit die Stadt größtenteils nur noch von Elektrofahrzeugen befahren werden darf, können unsere Kunden sogar auf der Außenterrasse zur Straßenseite Zeit verbringen. Es ist wesentlich leiser, da man nur noch die Laufgeräusche der Reifen hört. Und zusätzlich gab es schon lange keinen Feinstaubalarm mehr. So kann man unser exzellentes Essen viel besser genießen. Auch muss unser Restaurant keine teuren Parkplätze mehr für unsere Gäste bereitstellen. Die meisten lassen sich von den autonomen Fahrzeugen einfach vor der Tür absetzen. Da ihr Mann zu einem Geschäftstermin ins Ausland fliegt und sie nicht gemeinsam heimkehren, entscheidet sich Frau Lindenberg, an diesem schönen Sommerabend mit dem Pedelec heimzufahren, um sich sportlich zu betätigen. Dabei sammelt sie auch Mobilitätspunkte. Auch die Buchung des Pedelecs erfolgt über die Mobilitäts-App. So kann Frau Lindenberg jederzeit und an jedem Ort problemlos ein Pedelec mieten. Wieso ist es nicht zum Unfall gekommen? Das liegt daran, dass sämtliche Verkehrsträger miteinander vernetzt sind. Das autonom fahrende Fahrzeug hat erkannt, dass das vorausfahrende Pedelec seine Fahrbahn kreuzt. Durch das intelligente Zusammenspiel von Sensorik und Aktorik hat das Auto eigenständig den Bremsvorgang und das Ausweichmanöver bei freier Straße eingeleitet und ist ausgewichen. Glück gehabt! Dank der Mobilitäts-App wird Frau Lindenberg rechtzeitig gewarnt und kann sich auch die nächste Busstation für den restlichen Weg nach Hause anzeigen lassen. Zu Hause angekommen, erhält Frau Lindenberg eine Tagesübersicht der verbrauchten sowie erhaltenen Mobilitätspunkte. In einer vernetzten Welt sind sämtliche Fahrzeuge und Personen mit der Infrastruktur verbunden, in der sie sich bewegen. Unzählige Betreiber von Elektromobilitätsdienstleistungen kommunizieren über Plattformen mit Autoherstellern, Energieversorgern und vielen weiteren Akteuren und optimieren damit das Ökosystem der Mobilität, damit Kunden mehr Zeit für das Wesentliche haben.